Wenigstens beim Maßkrug schieben. Punktlandung. Die ausgelassene Stimmung beim bayerischen Mehrkampf ließ sicher den ein oder anderen Fehlschlag vergessen in Sachen Transferbemühungen. Dennoch, was gibt der Markt noch her? Was können die Bayern rausholen für sich? Zwei echte Volltreffer sollten sie beim Meister schon noch landen. Na gut, dann wenigstens einen. Aber wenn wir wüssten, was die Bayern-Bosse noch so alles in petto haben, gäbe es sicher keine Spekulationen. Immerhin, Lucas Hernandez trainiert inzwischen mit der Mannschaft, fragt sich nur, was er drauf hat. Er ist Weltmeister. Aber rekonvaleszent nach Knieoperation. Bei Hernandez aber hat Vereinsarzt Müller Wohlfahrt grünes Licht gegeben. Wird er das auch tun beim angestrebten Königstransfer? Denn Leroy Sanés Knie hat's viel schlimmer erwischt. Und im Jahr 2019 wird der deutsche Nationalspieler ganz sicher nicht im Trikot des FC Bayern auflaufen. Dafür höchstwahrscheinlich Ivan Perisic. Lange bewährte Offensivkraft in der Bundesliga. Allerdings inzwischen 30 Jahre alt. Besser der Kroate als nix? Jedenfalls kann man da schon mal fragen. Ist Perisic mehr als nur ein Alibi-Transfer? Jörg, deine Einschätzung zu unserer These? Naja, der Perisic hat Uli Hoeneß mit Sicherheit nicht gemeint, als er hier in der Sendung sagte, wenn sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben. Zum damaligen Zeitpunkt war, glaube ich, Hernandez auch noch nicht hundertprozentig sicher. Nee. Und Pavard bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, die beiden waren auf jeden Fall zumindest schon mal ante portas. Perisic hat definitiv nicht dazu gehört, weil diese Verpflichtung, glaube ich, ist tatsächlich als Notlösung zu sehen, weil eben Sané jetzt nicht klappt. Woran hakt es, Stefan? Insgesamt meine ich. Also als Notlösung weiß ich nicht. Perisic ist ein herausragenden Spieler. Ja? Und auch eben im Bericht wurde gesagt, er ist schon 30. Also das heißt auch nichts wirklich im Fußball. Ja, ich bin mit 30 zum FC Bayern gekommen und wir haben große Erfolge gefeiert. Ich glaube, aus der Situation heraus wird der FC Bayern natürlich an weiteren Transfer arbeiten. Und wenn das Ergebnis dann Perisic ist, würde ich das sofort unterschreiben. Also ich würde das total positiv finden. Aber spricht er für den Umbruch? Nein, nicht für den Umbruch. Also ja, der Umbruch wurde ja im letzten Jahr schon vorangetrieben mit den Abgängen vor allen Dingen. Robben Ribéry nehme ich da mal heraus. Und es wird die nächste Welle kommen des Umbruchs. Und er steht nicht dafür, aber du hast sofort einen erfahrenen Spieler, der dir sofort weiterhilft. Darum geht's. Also Perisic wird mit Sicherheit kein Spieler sein, der den FC Bayern in die Zukunft führt. Allein wegen seines Alters schon nicht. Dass Perisic ein guter Spieler ist, bin ich zu 100% bei dir. Der war der laufstärkste Spieler der WM 2018, hat im Halbfinale getroffen, hat im Finale getroffen, hat bei Inter Mailand in 4 Jahren, ich glaube, 130 Spiele gemacht, also 30 Spiele im Schnitt. Das ist schon ein sehr guter Spieler. Aber ich glaube nicht, dass er noch der Spieler ist, der auch in der Champions League den Unterschied macht. Und dass es kein Zukunftstransfer ist, sieht man allein schon daran, dass er ja für ein Jahr ausgeliehen wird. Das heißt, wenn es funktioniert, kann man ihn kaufen für ein relativ kleines Geld. Und das ist aber kein Risiko dann in dem Sinne. Das Risiko ist relativ gering. Ja. Trotzdem bleibe ich dabei, dass Perisic nicht gekommen wäre, wenn Sané geklappt hätte. Hm.